Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Jawohl, wir sind hier in Wollunrund, ja. Und müssen hier durch das große Tor, Tür zum Grab des Bittersten. Achso, da die Schwerter, okay. Ah, okay. Dann kämpfen wir uns weiter das Grab hinunter. Wir haben in der letzten Folge ja den Auftrag bekommen, den Kaiser zu töten. Wir bekommen einen neuen Schrei. Okay. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist, dass unser vampirischer Zauber wirklich wieder weg ist. Da ist ein Geist. Hacke, verdammte. Das wird ein harter Kampf und wir haben nicht mehr so viele das ist Stufe 13. Widerstanden. Ich glaube nicht, dass ich den Kampf hier überleben werde. Wenn der mich sieht, ist es vorbei, aber er sieht mich nicht. Was irgendwie schon ein bisschen lame ist. Was halt echt ein bisschen lame ist. Das ist schon... Oh, ein Schwert. Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Oh, Gottes Willen. Ich habe mich überpowert, würde ich fast behaupten. Da war eine Falle drin. Wirksamkeit gebrannter Tränke. 20% gesteigert. Den können wir aber schon. Ich höre hier noch was rumgehen da oben. Was kriegen wir denn? Tod! Gib mir Tod! Leben. Lebensgrad füllt, okay. Wie das? Das. Oh, lol. Oh, ist das nice. Okay. Oh.
Also, das ist sehr nice. Dieser Schrei, der kann uns vielleicht helfen. Wir bleiben aber beim Frostatem, tun es. Kraft. So, da. Da. Du. Schnippeli. Schnippeli-Schnappeli. Schnippeli-Schnappeli-Schnubbeli. Schnippeli-Schnappeli. So. Schniebli, oder Mr. Schniebli von School of Rock. Da heißt doch so, oder? Schniebli. Ich hänge hier fest. So, dann hätten wir das hier auf jeden Fall erledigt. Booyaka. Dann würde ich jetzt aber mal ganz kurz sagen, Weltkarte, Tundra gut. Hellas! Wir liefern mal ganz kurz ab. Okay. Wir haben da gar nichts. Okay, wir haben gar keinen Drachen mehr getötet. Warum haben wir einen Hüftknochen von Pelagius? Kann uns das mal einer sagen? Was? Wir nehmen uns mal ganz kurz das Gold mit. Okay, da haben wir gar nichts. Zutaten können wir hier aber wieder ablagern. Denke, haben wir ja noch genügend. Oder zwei. Feuerresistenz. Haben wir nicht. Wir haben nicht mehr genügend Tränke. Zu wissen. Wir gehen erstmal nach unten. Hey. So. Das ist. Mit der Rose los. Welchen haben wir? Maske. Roter haben wir. Roter. Außerdem haben wir dich. Dich. Okay, ihr schaut so. Den Hüftknochen haben wir nirgendwo. Wir haben aber eine Rubin. Eine Klaue. Was machen wir mit dem Hüftknochen? Und Pelagius. Den packen wir da einfach mal in den Schrank. So. Was wir hier auch ablagern, ist der Barberjack. Werden wir hier nicht rein. Na komm. Okay, passt auf. Folgendes. Waffen. Babajak. Oink. Warum hängt der so scheiße dran? Objekte, Waffe, Babajak. Zack, okay. Objekte, Waffen, Babajak. Zack, Objekte, Waffen, Dämmerbrecher. Zack. Ah, okay, warte mal, ein Dämmerbrecher. Packen wir hier mit hoch. Oh. Warum? Warum ist das so bescheuert? Auf.
Warum ist Dämmerbrecher einfach so bescheuert? Schuh. Das ergibt schon mehr Sinn. Aber den könnte man auch hier rein tun. Warum ist denn der da so schön drin? Das kapiere ich nicht. Der Bogen da so schön drin ist, der nicht. Na komm, da auf. Scheiß doch. Den müssen wir noch verzaubern, unseren Bogen. So, Schwarzbogen. Boinks. Dann, ja, hilft nichts. Dann tut man hier Dämmerbrecher rein. Auch wenn es ein bisschen blöd aussieht. Aber... Dämmerbrecher, Barberjack, Hose, Schaden 0. Und da sollten wir eigentlich diesen Dolch auch hinbringen, ja. Den Dolch, den könnten wir hier reinlegen. Na, vielleicht in die untere. Och. Gutachten. Ach, Kack. Ja, Leute, das muss sein. Ah! So. Bist du da wieder zugemacht? Dann haben wir irgendetwas? Doch, haben wir. Eine Schattenkapuze. Die kannst du schon mal haben. So. Dann werden wir jetzt Folgendes machen. Bekleidung. Alchemiekette. Wir hatten gerade keine Kette an, kann das sein? Ja. So. Schatulle. Alles nehmen. Können wir hier eigentlich wieder was ernten? Sollen wir mal nach draußen gucken, ob wir draußen noch mal was ernten können? Machen wir mal fix. Ein Stock zum Beispiel. Noch leer. Alles klar. Und dann brauchen wir jetzt mal ein paar Tränke. Wieso ist das gut noch zu verkaufen? Das habe ich doch gekauft. Lügt nicht. So. So, dann fangen wir an. Gesundheit wiederherstellen. Jawohl. So. Dann. Magiker wiederherstellen. Rote Bergblumen. Mehr haben wir nicht mehr so viel. Magiker regenerieren. Voll. Gesundheit senken. Na, machen wir gleich. Magieresistenz. Habe ich ein bisschen verkackt, glaube ich. Magiker senken. Giftresistenz. Gesundheit senken. Ich habe... Warum nicht? So.
Magikerschaden. So. Dauerhaft Magikerschaden. Beschwörung verstärken. Ausdauer wiederherstellen. Ausdauer senken. Fälligkeit für Feuer. Chemie beenden. Ja, tolle Zutaten. Wir brauchen ganz viel neue Kräuter, ja. Wir haben fast nichts mehr an wichtigen Sachen. So. Und den behalten wir uns. Den legen wir ab. Das behalten wir uns mal. Warte mal kurz. 16 Giftschaden, 11 Giftschaden. Okay. Gifte behalten wir uns. Okay, Ausdauer, Heldhunikum, Tarnum. Ausdauer wiederherstellen, weg. Beschwörung verstärken, Feuerresistenz. Halten wir. Gesundheit regenerieren. Giftresistenz, Magie wieder regenerieren. So. Gut. Dann haben wir hier alles, glaube ich. Nee, haben wir nicht. Umdrehen. Ups. Haben wir irgendwas ent... Ich habe irgendwas gerade mitgenommen. Nein, können wir nicht. Was habe ich gerade mitgenommen? Whatever, warte mal, war das Zutat? Essen. So. Dann zurück zur Zuflucht. Ein Kind adoptieren. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Das müsste ich dann auch zum Vampir machen. Ich könnte mich da immer nähern. An dem Kind. Yo! Astrid! Ihr seid zurück, gut. Also, was nun? Das ist nicht euer Ernst. Jawohl. Was ist das? Ja. Bei Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Mhm. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen, zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Hehler, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Rifton. Gebt mir den Brief. Bringt Mallory das Amulett.
Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Alles klar. Ich werde aber trotzdem mal ganz kurz mit Nadir sprechen. Die Schattenschuppen sind schon so gut wie vergessen. Eine alte Tradition aus einer anderen Zeit. Hey, Nasenkopf. So viele Aufträge, so wie... Oh ja, 3, um genau zu sein. Jawohl. Da hätten wir den Strandräuber Dekus. Dann wären da noch der Nomade Marandrujo und der Jäger Anoriat. Alles viel tot. Glück. Und lasst euch nicht umbringen. Jo. Okay. Dann haben wir ja wieder ein bisschen was zu tun. Maranjo. Du sollst den Brief lesen, Lady. Anoriat. So. Questbuch. Zack. Zack, zack. Zack, hier haben wir gerade nichts markiert, nicht wahr? Nee. Alles klar, dann gucken wir uns mal um. So, la 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 la. Hier. Marjun O. Zack, dann fangen wir mit dem an. Mit gezogener Waffe bewegst du dich langsamer. Bedra Waffe, ne? Ich freue mich so richtig, wenn wir dann... Der Typ hat sich ja wegbewegt. Ernsthaft. Ernsthaft. Okay, schnell zu den Stellen reisen. 2 davon sind jetzt in Weißlauf, ja? Aktuell. Okay, wir... Achso, ja, ich dachte mir gerade schon, ob das Harald ist. Aber wisst ihr was, wir kaufen uns schnell ein Pferd, okay? Ich habe die Warum nicht? Ihr... Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Auf geht's, wir müssen den Typen hinterherjagen. Müssen da einem Typen hinterherjagen, ja, und töten. Wir sind schon lange nicht mehr geritten, kann das sein? So, wie weit ist denn der weg? Hinter der Burg, sag mal, mit was ist denn der unterwegs? Dass der so flink ist. Fuß, oder? Ist er da vorne dabei? Ah, das ist ein Khajiit. Ach, deswegen ist der von Stadt zu Stadt. Das ist ein blöder Khajiit. Von denen es nicht so viele gibt. Okay, die haben mich gesehen. Ja. Logisch. Könnte jetzt sterben.
Okay. Könnte jetzt tatsächlich sterben, nur weil ich einen Kaschid angegriffen habe. Okay. Es kann jetzt sein, dass die kompletten Kaschids tot sind. Was ich jetzt ein bisschen blöd finden würde. Weil vielleicht wollen wir ja irgendwann mit den Kaschiden irgendwann mal was machen. Aber wenn ich den Magier erwische. Ist das alles, was ihr könnt? Der hat Feuerpfeile. Die schießt mit Feuerpfeilen. Zwölf Feuerpfeile. Moment. Ah. Eure Krone, gütiger Gott, die ist aus Ethereum. Ja. Aus reinem Ethereum. Ja? Wo habt ihr das gefunden? Sagt es mir. Was? Ihr habt die Schmiede gefunden? Die Ethereum-Schmiede? Ja. Katria? Nein, nein, das ist unmöglich. Ihr wisst zu viel. Ich kann euch nicht am... Wache! Tötet! Kumpel. Was hast du davon? Ich muss dem Kajiten hinterherjagen. Shit. Ist das so schwer, ist eine Katze umzubringen? Euch nicht umbringen, ja? Nur den hier. Hast du meinen Feuerpfeil rein zufällig wieder? Tschüss. Ihr seid das nicht wert. Puh. Hey! Dass die Banditen jetzt Feuer... Das ist etwas, das mir Angst macht, ja? Wenn die Banditen Feuerpfeile und sowas benutzen. Das ist wirklich etwas, was ich nicht mal will. So. Noch Weißlauf. Kriegen wir einen? Ja, komm, einen kriegen wir noch. Schon, komm schon, komm schon. Uiuiuiui, da haben die Gegner Feuerpfeile. Ihr braucht etwas? Ich höre hier einen Drachen. Greift der auch in der Stadt an? Das habe ich ja noch nie erlebt. Punkt der Jägersmann.
Hey! Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Pfeil und Bogen für den mächtigen Jäger. Oh, schnell ablenken. Eieieiei. Pfeil und Bogen für den mächtigen... Ja. Okay, Moment. Na komm, kauf mal. Wir verkaufen dir alte Nordpfeile, Eisenpfeile. Und brauchst du rein zufällig, brauchst du Zwergenbolzen? Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kleidung, gar nichts. Hier willst du ein paar Schnittchen. Zack. Okay, woher kommt der Name? Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Okay. Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ihr solltet es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Alles klar. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ebenso. Guckt dann nicht rein in den Raum. Zieh. Okay, da ist noch ein Drache. Also wenn der Drache jetzt hier mitten in der Stadt ist, ja, dann kümmere ich mich drum. Alfred, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Das ist tatsächlich einer mitten in der Stadt. Gibt's denn das? Na komm, den Kampf machen wir jetzt noch. Ja, ich hab noch einen Knochenpfeil. Der muss sitzen. So. Okay. Hoch. Ich brauch den höheren Grund. Ja, leider hat es die Wache erwischt, aber den Drachen auch. Yay. So, und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute.